77 Kilo. Und wir sind zurück nach einer 20-minütigen Pause hier auf der City Cage in Luzern im Casino. Sehen wir jetzt Adel Asloum gegen Mikail Bayram in 77 Kilo. Profi-MMA-Kampf, 3x5 Minuten. Tonight's round one. Und auch hier geht's direkt los. Schöner Inner Low Kick und Adel geht direkt rein. Explosive Schläge zum Kopf. Hier wird nicht lange gefackelt, sondern es gibt direkt Action. Harte Knie zum Körper von Mikail. Und ein paar harte Schwinger von Adel. Aber Mikail kämpft hier gut mit. Beide Kämpfer noch sehr jung und auch noch unerfahren im Profi-MMA. Im weiteren Verlauf dieses Abends werden wir noch ein paar erfahrenere Kämpfer sehen und sind gespannt, was uns hier heute im City Cage geboten wird. Auch als weiterer Programmhinweis, wer noch mehr MMA sehen möchte, der kann sich natürlich auch We Love MMA 48 aus Saarbrücken anschauen oder auch KSW 49 aus Polen. Das gibt's beides morgen in der Bild Plus. Aber jetzt wieder zurück zum Kampf. Viele Fäuste, bisher geht es gar nicht zum Boden. Mikail hier sehr beweglich, aber Adel setzt nach. Adel hier schon etwas am Atmen, schwer am Atmen. Er ist natürlich gleich mit 180% in den Kampf reingegangen. Und wir sind gespannt, ob er die Ausdauer hat, das auch die nächsten drei Runden so zu halten. Schönes Knie von Mikail. Und schöner High Kick zum Kopf von Mikail. Ein guter Jab von Bayram. Aber man sieht, dass hier Adel nicht mehr nachsetzen kann. Ihm fehlt ein bisschen die Luft. Adel.
Und Adel möchte hier Bayram zu Boden nehmen. Das geht aber nach hinten los und Bayram arbeitet hier gut mit Schlägen zum Kopf. Harte Schläge. Und die letzten 10 Sekunden. Weitere harte Schläge zum Kopf von Adel. Und Adel rettet sich in die zweite Runde. Durch die Location hier in Luzern hört man natürlich viele, viele Trainersprachen hier. Wir haben schon Italienisch gehört, Französisch, Schweizerdeutsch. Und freuen uns auf den weiteren Abend. Wie man sehen kann, Mikail Bayram hier. Ein Kampf, ein K.O. Noch recht unerfahren, aber hat er ganz gut gemacht am Ende der ersten Runde. Da musste Adel harte Kopfschläge einstecken. Wie wir sehen konnten, hatte Adel hier die erste Runde des Kampfes stark begonnen. Aber wir hoffen natürlich, dass er diese Ausdauer auch für die weiteren 2 Runden hat. Er war am Ende der ersten Runde schon etwas müde und Bayram konnte hier gute Akzente setzen. Oh, harter Kinntreffer. Aber Adel geht hier nicht zu Boden und geht in den Gegenangriff über. Beide schenken sich hier nichts und beide haben harte Kopftreffer bekommen. Adel zeigt sich hier schon müde und Mikail nutzt die Chance und arbeitet hier mit harten Kopfschlägen auf Adel ein. Der Referee greift ein und ermahnt Bayram aufgrund der Hinterkopfschläge, die bei diesem Advent hier nicht erlaubt sind. Adel hier am Boden aufgrund der Hinterkopfschläge, die er bekommen hat. Und möchte hier auch nicht weiterkämpfen. Adel Asloum hat hier ganz gut angefangen in der ersten Runde, aber die Ausdauer bestimmt hier auch den Sport und Mikail Bayram war hier in der zweiten Runde klar überlegen. Fighters!
So, meine Damen und Herren, nochmal einen großen Applaus bitte für beide Kämpfer. Guter Kampf von zwei Nachwuchstalenten. Und der Gewinner, Mikail Bayram, vorzeitig den Kampf beendet in der zweiten Runde gegen Adel Asloum.